Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Folge von Dawngate zusammen mit Marvzockt. Hallo. Und Maru. Hallo, und natürlich auch Dadokart. Und natürlich mir selbst. Ich spiele diesmal Freya, einen Nahkampf-Carry. Hatte Maru schon mal gehabt, wenn ich richtig verstehe, ja? Genau. Gut. Sehr und mächtiger Ultimate. Das weiß ich noch nicht, ich gucke, was die anderen erstmal machen. Wir haben. Wieder den großen Stein. Wir werden wohl einen Jungler benötigen, auch wenn ich das überhaupt nicht kann. Was würdest du sagen, der Warlock ist trotzdem der Beste zum Junglen, oder? Warlock ist auf jeden Fall der Einfachste zum Junglen. Ja, das meine ich ja. Ich gucke was Einfaches. Werde ich mich wieder mit Marv auf eine Lane packen. Kannst du mal ganz kurz sagen, was ich so an Fähigkeiten habe? Du hast meine ja schon mal gespielt. Deine erste Fähigkeit ist, also du hast erstmal auf allen Fähigkeiten zwei Effekte, weil du hast einen Wutbalken, der dir Bonusfähigkeiten freischaltet, dass du sie nochmal bedrücken kannst. Ich glaube, deine erste Fähigkeit ist einfach ein Dot, der beim nochmal draufhauen sofort ausgelöst wird für Bonusschaden. Deine zweite Fähigkeit ist dann ein Dash und du kannst dann für Wut nochmal dashen. Und dann machst du dabei Schaden und Slows und buffst dich und so einen Spaß. Und deine dritte Fähigkeit ist ein Slow, der beim nochmal treffen stunt. Und deine Ultimate ist, dass du Bonusschaden machst, je weniger HP der Gegner hat und 100% mehr Attack Speed bekommst. Also einfach Auto-Attack bufft meine Ulti. Also allgemein meine Fähigkeiten. Ja. Ich mache damit keinen Damage an sich, sondern nur mit Fähigkeiten. Nee, die Fähigkeit musst du zielen. Also die sind nicht Auto-Attack bufft, die musst du schon draufhauen. Was ich immer sehr viel Erfolg hatte, ist mit dem Stun. Einfach Slow Stun mit Fury. Wenn du noch genug Energie hast für nochmal den Q, dann hast du eigentlich den Gegner schon tot. Schauen wir uns doch mal an. Yep. Wieder mal wird eine Livestream zuerst vorgeschlagen. Wir gehen wieder nach oben. Oben ist gut, Marv. Ja. So, der Jungle Spell war Vanquish. Also ich nehme auch immer den Standard Loadout bisher. Hab noch keinen anderen gewählt. Da kannst du mal angucken, das sind ja alles so vorgefertigte Loadouts. Die sind auch gar nicht schlecht. Du hast dann beim nächsten. Das geht auch schnell durchzugucken. Du kriegst ja noch mal eine Minute Zeit extra. Nein, ich meinte, ich hab Quatsch erzählt. Nicht den Loadout, sondern den hier im Shop. Ja, das ist sowieso zu empfehlen. Kommt ihr bitte runter und helft mir bitte kurz beim Minion Pack beim ersten? Vielleicht beim zweiten? Was? Das wird mir gerade aber auch nicht zugute getan. Du warst ja auch unten. Als ich Warlock spielte, da fange ich immer hier an. Ich bin jetzt Rotkäppchen zu meinem neuen Projekt. Und da fange ich mit Q an, ne? Ja. Hast du Wut oder was ist deine rote Leiste? Ja, das ist Wut. 50 ist Standardwut, du bist deine Reihe 50 auch auf. 100 kannst du aber voll machen, wenn du kämpfst. Okay. Und jeweils 50 Wut, wie bei Renekton aus LOL, buffen die Fähigkeiten. Lord. Geben die eine zweite Benutzung. Eigentlich eher von Maru sieht ein bisschen aus wie Tryndamere, bloß. Tryndamere und Mordekaiser und Trash so ein bisschen. Das ist er. Und Cannon. Tryndamere Trash, würde ich sagen, nur vom Aussehen her. Tryndamere Trash Cannon ist das. Trash Cannon. Tryndamere Trash Cannon. Soll also uns mit keiner in irgendeinen Club lassen. Ey, ihr seid unglaublich hässlich und ich hab einen Bock. Danke. Die Mobs sehen ja witzig aus. So ein bisschen wie das Glöckner-Käppchen. Das Glöckner-Käppchen. Wenn wir denen jetzt schon offizielle Namen geben, nutzen die vielleicht welche. Ja. Okay, ich bin den Tröntresch kennen. Das Glöckner-Käppchen. Der Typ ist nervig, der mit der Farbe wirft und da Ezreal auch dabei ist. W oder E? W, da wegen dem Passiv-Lifestyle, also der zweite ist. Okay. Ja. Was ist denn das für eine Farbe, die ist ja? Nervig. Der painted alles voll. Varia mag die Farbe nicht und ich verteile sie auch noch. Kein Lifesteal-Skill, sehe ich das richtig? Du hast kein Lifesteal-Skill, nein. Du brauchst deswegen ganz viel in den Einheiten. Items. Jetzt der Stun ist das Mächtige. Ja, die zwei Fernkämpfer noch nicht so cool. Ja, das stimmt. Muss das Last-Hitten halt sitzen.
Schöner Stun. Bringt ja nichts. Bisschen poken hier. Wenn wir gleich wirklich die Chance kriegen, da anzugreifen, dann sollten wir das mal nutzen. Hatte noch 3 Sekunden. Auf wen? Auf den hier unten. Jetzt go. Hat geflasht. Gar nicht so schlecht von ihm. Ah, schade, ja, kommt er weg. Jetzt Blink raus. Die haben bestimmt eine Ward hier. Ja, das Problem ist halt, dass die Büsche hier nicht zusammen sind. Das heißt, wenn wir durchlaufen, sieht man uns eh. Na gut, ist ja bei League of Legends eh so. Ich find's hier aber nett, dass jeder einen Ward hat. Jetzt go! Marv hinter dir! Maru meine ich. So gierig. Wieso er das gemacht hat, weiß ich jetzt echt nicht, weil er muss uns ja unten gesehen haben. Yeah. Wir waren ja die ganze Zeit da. Selbst dann hatte ich ja noch viel HP, dass ich auf jeden Fall kämpfen könnte gegen ihn. Sehr merkwürdig. Aber es ist ja auch noch da zum Testen. Es werden auch noch sehr viele Anfänger dabei sein. Also wirkliche Anfänger. So, mal ein bisschen Damage gemacht, aber jetzt habe ich nicht alle Fähigkeiten. Q oder E zuerst, Max? Q, immer Q. Immer Q. Der haut so rein. Also das ist auch, das unterschätzen die meisten. Auch wenn du fast tot bist und dann drehst du dich um und haust mit dem Q zu. Auf einmal verliert er 3/4 AP. Der skaliert sehr stark. Merke ich schon. Aber ich bin mir auch hier in diesem Spiel so sehr gefällt, dass es keine Mana-Kosten gibt. Ja, platzier mal hier in Ward, wir sind jetzt ein bisschen im Vorteil. Das, falls auch mal die Frage aufkommt nochmal, das ist auch geplant, sodass es für keinen Held wirklich Mana-Kosten gibt, die begrenzend sind. Die Passive, also die Fähigkeiten quasi, sind immer, haben wir noch einen Weg? Jetzt was riskieren? Los, Marv! Okay, jetzt ein bisschen zurückziehen einmal kurz, wegen den Minions. Ja. Sag, wann die weggehen, ne? Ich will ja gerade hier oben am Brunnen. Sind so relativ weit bei uns. Okay, dann kommen wir einfach mal runter. Warte ich mal kurz Level 6 voll. Voll erwischt. Immer noch hier unten. Ja, ich bin an Level 6, ich komme mal zum Spaß. Wegfindung, das ist noch was ein ganz interessant ist, es gibt so einen Charakter, der hat 2 Wards. Das ist so ein Hunter, der hat ein Eichhörnchen auf der Schulter. Dieses Eichhörnchen stellt sich immer in den letzten Busch. Wir sind auf dem Weg, aber ich hoffe, wir sind rechtzeitig da. Okay, ich glaube, ich fange in dem Weg ab. Lauf du ihm nur hinterher. Mhm. Den kriege ich vom Abfang her. Wo läuft er lang? Hier lang, alles klar. Hi. Ich lohne ihn gleich nochmal. Perfekt. Und das können wir einnehmen. Noch nicht. Gleich. Ja, gleich. Ja, ich mache hier weiter oben. Wir können wieder auf die Lane gehen. Ich rufe euch dann schon. Come on. An ally has been slain. Wir haben MOBA testen unten, wurde getötet. Dürfte noch nicht da sein. Okay, dein Ward steht da unten noch. Hast du doch den Debuff gesehen, Marv, mit dem Ward, den du meintest? Ja, habe ich gesehen, der läuft gerade noch. Come on. Wie sinnvoll ist mein W? Dein W ist Load und Silence. Oh, ne? Okay. Also kannst halt alles. Ich weiß nicht, ob du den schon gespielt hast in League of Legends mit Udyr. Kannst du vielleicht Udyr Stun? Nee, den habe ich noch gar nicht. Aber für den geneigten Zuschauer vielleicht. Vielleicht kommt hier einer rein. Bei riskieren. Und dann direkt alle Stuns raus. Ja, ich schnappe mal kurz die Base hier oben, vielleicht locke ich sie auch an. Ha! Bam! Hast du Ulti an? Ja. Ja. Du machst so unglaublich viel Schaden dann. Sehr schön. Ja, damit hat er nicht gerechnet, als er in den Busch geguckt hat. Ja, das ist vor allem noch viel schlimmer später, weil du machst wirklich unheimlich viel Schaden mit der Ulti. Your team has captured a spirit well. Er steht am Tower, ne? Ja. Da kommst du nicht ran. Noch nicht. Beine waren fies, ne? Aber egal. Schaff ich. Hab jetzt Smite ready. Ja, die Schweine halten viel aus, machen viel Schaden. Und geben keinen Buff. Hier bei mir oben. Im Dschungel.
Ich habe es Hugo getauft. Hugo, das Schwein? Ja, das Dschungelschwein. So, dann muss er wieder abbauen jetzt. Das geht nämlich gar nicht, dass er dich einfach angreift. Nee, nicht gut. Okay. Wäre eh. Dann nach passiv. Also den. Den Lifestyle, okay. Ja. Du hast es halt wesentlich mehr Sustain auch im Kampf, wenn du die Ulti anmachst und kämpfen musst gegen mehrere. Wenn du jetzt aber eher der bist, der dazukommt, um zu kämpfen, dann würde ich es eh bevorzugen, weil der macht auch extrem viel Schaden und AE. Aber ich bin ja meistens derjenige, der tankt, also würde ich schon. Ich glaube, ich werde mich dann ein bisschen unten konzentrieren, ne? Ich habe jetzt relativ großen Vorteil in der Lane. Lass mal zurückgehen, Marv. Die anderen sind erst Level 5 und so. Jetzt können wir einmal kaufen und haben dadurch schon einen Vorteil. Ja. Ah, das Porten dauert sehr viel länger als zum Beispiel. Das kommt nur so vor. Crisis. Ja gut, das. Okay, das hättest du jetzt gar nicht sagen dürfen. Oh, das darfst du nicht erwähnen. Nicht, er meinte so eine Crisis, also das neue Add-on für Crisis. Nein, er hat das in dem Spotlight hat er gesehen. Das sah halt so aus, als wenn man sich wieder porten würde. Genau. Wollte ich damit aber das sagen. Weiß man natürlich noch nicht. Come out. Das konnte man sehen im Livestream von der E3. Ja, genau. Darauf bezogen. Wo er recht hat, hat er recht. Also. Also im Moment ist es bei mir noch so, dass ich einfach nur das kaufe, was halt gerade angeboten wird. Wie gesagt, jetzt am Anfang, sie haben sich ja auch Mühe gegeben, haben sie da gesagt, selber auch, da die richtigen Items auch ausgesucht zu haben. Es wäre ja Schwachsinn, wenn die Recommended Items was zu packen, was nicht passt. Und da momentan eh noch alle Anfänger sind, wirst du eh nicht sagen müssen, oh, jetzt muss ich so und so bauen. Weil es gibt auch noch nicht genug Sharper oder Shaper, sag ich mal, dass überhaupt ein Team zum Beispiel zustande kommt, was gar keine Magier hat, so ungefähr, dass du halt nicht so diese speziellen Items brauchst. Recommended zu kaufen funktioniert noch wunderbar. Hab ich Agro? Nein. Lass mal hier jetzt wieder abfangen, Marv. Die kommen ja wieder hoch bestimmt. Komm, schauen wir mal in den Gegner-Jungle rein. Beziehungsweise wir können sogar einen Buff hier klauen. Die haben, glaube ich, keinen Jungler, oder? Doch, die haben auch einen. Der ist hier unten. Hat sogar den Buff schon gemacht. Mist. Oh, ich bin tot. Hat Ulti angemacht, leider. Unten geht's aber ab. Ja, der Jungler, der hat Dalus Charakter als Ulti. So. Schön. Schnappen wir uns wenigstens den und hauen dann ab. Lauf du auch wieder weiter. Hast du Ulti gerade ready, Dalu? Ja, aber halt. Okay, der grüne Punkt an der Seite ist also auch hier wieder charakteristisch dafür, dass die Ultimate ready ist. Das komm, gut. Komm hinterher, komm. Wenn nicht, schnapp dir den Punkt und lock ihn an. Nicht, hol ich mal halt hier Cash. Ne, will ist keiner leisten. Kein so. Oh doch. Aber noch hat er mich nicht. Jetzt kriegt er mich aber langsam. Ah, er hat auf die Minions geschossen. Komm, glaube ich, dir auch entgegen. Ich weiß es gerade nicht. Ich guck nicht hin. Marv kommt mir entgegen. Wir greifen ihn an, Marv, komm. Bam, bam. Die sind Schaden. Schnell wieder weg. Fischi, fischi. So, hier oben ist noch Rotkäppchen. Ja. Totkäppchen? Rotkäppchen. Oh nein, ich wurde gecoint. Schön, hast dann sehr gut gemacht, Marv. Nicht beide direkt hintereinander genutzt, auch noch abgewartet, sehr gut. Hast du viel Zeit für sie rausgeschlagen. Habt ihr auch nochmal mit Slow geholfen? Wollen wir wirklich noch weitermachen hier? Wenn ich jetzt nicht lenken würde. Oh ja, klar. Ich hab meine Ulti noch. Da ist ich hinterher gekommen. Mit meiner Ulti hat jetzt so schön hier. Dann farm ich hier ein bisschen weiter. Your spirit well is under attack. Da oben holt er jetzt unsere Spirit Well. The enemy captured your spirit well. Na, ich kann da eigentlich ja nicht wirklich was machen. Nee, kannst du auch nicht. Ich hab lieber erstmal nicht. War jetzt leichtsinnig reinzugehen. Bisschen. Ein bisschen. Ja,
Allied Double Kill. Bleibt da noch was über? Ne, Killing Spree. Nee, leider nicht. Ich kann ihn anlocken. Rotkäppchen, komm nochmal. Ach, ich will jetzt gerne hier oben wildern, aber ich kann nicht. Ich komme mal mit dem Buff hier unten. Wildern willst du? Ja. Ach, jetzt hab ich. Ich hab gar nicht richtig geguckt. Ich hab noch mehr Heiltränke, als ich eigentlich tragen kann. Schon. Achso, das stimmt, ich hab auch noch Heiltränke. Das ist gerade in der Nähe, ne? Also, wenn sie kommen, dann könnt ihr ab. So, gucken wir hier. Tower. Your team has captured a spirit well. Return on investment. Achso. Hier, Mau, Mau. Komm mal, nimm dort noch irgendwas. Wow. Ich bin lieber schon ein bisschen tankiger. Nice. Oh, ich bin tot. Oder nicht? Gut gerettet. Vom Fisch raus. Kommt die Blau und die Björn, ne? Ach, ich wollte gerade doppelt dran. Oh, der eine hat gar nichts mehr. Bisschen überschätzt, wir brauchen ein bisschen mehr Damage. Vielleicht auch Lifesteal. Brauchen wir erstmal den hier. Enemy Double Kill. An ally has been shut down. Ja, stellen wir uns hier unser Buff campen, bevor es weg ist. Sollte vielleicht mal ein bisschen Lifesteal hier bekommen. Marv pusht oben die Lane. Aber ich muss gleich weg, die kommen gleich. Okay, die sind alle tot. An ally has been slain. Oh, kannst du erstmal noch holen. Also als einer respawnt jetzt in 8 Sekunden. Und ein, zwei Leute könnten noch im Weg sein, da ist schon wer. Schön gestunt zum Abhauen, perfekt. Ich finde es auch schön, wie Buffs auf der Karte markiert sind. Nicht zu stark, sondern das Orangene sind Buffs und das Rote ist der Boss in der Mitte. Und die Schwachgrauen oder Braun, sag ich mal, das sind normale Minions. Hol ich mir jetzt mal einen Buff. Wenn man da bin. Ja. Oder brauchst du den? Nee, ich komme eh nicht hin. Der Jungle ist für zwei Leute gedacht. Das heißt, eine Seite kann man quasi geben. Ist under attack. Hier haben wir zwei Gegner, Maru. Okay. Ich sollte wieder voll genug sein dafür, ja. Ja, oh, hier bei mir ist einer. Ich bin Tower und ich bin hier oben bei dem blöden Typen beschäftigt. Your binding is under attack. You have slain an enemy. Oh, den sind auch noch. Has been destroyed. Ach, Flash. Das wird zum Namen Tower. Ja, aber auch. Jetzt uns einfach reindiven können, aber. Blitzdings gerade ein bisschen rum hier. Möchten wir hier die Ward hin? Ja. Bei Marv oben haben sie ihn gewittert. Haben sie gesehen. Oh, ich bin gerade. Stun sie! Boah! Du kannst direkt den Punkt oben einnehmen. Das hat nicht sein müssen. Zwei dafür geholt. Und den Punkt oben. Mehr Geld für uns. Ah nee. Ach schade, der Buff ist weg. Wird es noch andere Modi geben? Wisst ihr davon schon was? Auf jeden Fall, ja. Oder ist noch nichts bekannt? Das, doch, wird es. Und du musst bedenken, Dawngate wird nur von MOBA-Spielern entwickelt. Weshalb es auch eigentlich, finde ich, so einen guten Start hat. Ich finde hier schon so viel drin, was wirklich auch schon gut ist. Der untere Tower ist gleich wieder da. Ich denke, da kann man einiges holen. Darf ich? Ja, nimm. Damit ich mich nicht aushalte. Ist das der Tankbuff? Ich hab die Farbe nicht im Kopf. Tankbuff gewesen, ja. 20 Rüstung. Okay, wollen wir versuchen, den Boss zu machen? Ja. Kann man hier pingen? Ja.
Also ich finde, Dawngate hat viel Potenzial. Ja. Also es macht auf jeden Fall irre viel Spaß, das hätte ich nicht gedacht. Das sah nicht so aus wie etwas, wo ich mir gedacht habe, dass ich da auf jeden Fall auch voll mit einsteigen möchte, aber das ist sehr, sehr gut. Oh, Feuer. Du musst später auch unbedingt mal jungeln, das wird dir auch gefallen. Mhm. Auf jeden Fall intuitiver als in League of Legends. Tag, 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 ich wollte gar nicht mal wegteleportieren. Oben. Ja. Wobei, ich komme aus der Base. Mal ein bisschen einkaufen hier. 4000 Gold auf der Tasche. Oh, machen wir zwei Stück, aber ich habe die Ulti ready. Ich versuche mir erstmal den Fischigen zu holen. Diesen schleimigen. Wir sind abgehauen oben zum Spirit Well. Wo sind sie denn? In dem Busch müssen sein, ja? Hier ist einer drin. Oh, Ulti gegen Ulti, ne? Ja? Hat geklappt noch. Marv kam noch, um mich zu retten. Ging gerade noch mal gut. Critical! Yay! Ach, dann nimm ihn halt. Marv, das Tower Agro. Ja. An enemy binding has been destroyed. Läuft doch wieder mal ganz gut für uns. Jo. Ja. Keine Beschwerden hier meinerseits. Mit 427 hast du auch gutes Stat schon. Ja. Also wie gesagt, es macht echt Spaß. Das ist halt das. Durchziehen, ja. durchziehen. Ja. An enemy binding has been destroyed. Bin sehr auf neue Shaper bzw. dann Champions gespannt noch. Ja, die hat Ulti angemacht, wurde ich gefeiert. Vier Leute sind da oben jetzt. Ja. Das war jetzt nicht so gut. Aber Tower ist Tower. Mal sehen, ob einer hier in der Mitte vorbeirennen will. Wen haben wir da? Da sind zwei. Wo ist denn jetzt der Death? Ah, da oben. Death Recap. Viel physisch, wenig. Das sieht ja richtig gut aus, ey. Du kannst dann noch anklicken, was du abbekommen hast, ob nur physisch, magisch, alles da. Und vor allem wie viel? 5 Basic Attacks, einmal Aura, einmal Wirbelwind. Also das gefällt mir richtig gut. Oh, du hast sogar die angehabt. Spring ihn an, spring ihn kann an! Kann ich noch nicht, aber den krieg ich. Du kommst nicht weg, gleich spring ich dich an. Oh. Oh, so viel dazu. Noch denkt er nicht. Hier. Wer ist das? Dann spring ich die an. Oh, okay, dann Rotkäppchen. Hab ich jetzt am Rotkäppchen gemacht. Die denkt, ey, lass mich allein. Lässt er mich allein, der Hunter. Der MOBA-Tester. Wo bin ich denn? Ah. Aus England. Das ist englische Gastfreundschaft. Ach, das macht er schon. Your spirit well is under attack. Your spirit well is under attack. Hey! Penner! Mein Spirit Well da oben. Your spirit well is so, der Tower ist gleich wieder da hier. Der Q-Skill macht extrem Damage. Ja. Ich find's aber auch gut, eigentlich hat jeder Carry ein Escape-Skill bis jetzt. Boah, das gibt's doch nicht. Der andere hat mich rübergeschleudert. Aber jetzt kommen sie wahrscheinlich hoch. Has been slain. So, jetzt nähert sich auch so langsam so ein bisschen wieder so dem Balance. Also wir haben im Gegnerteam einen, der 6 Kills hat. Das ist auch ungefähr nicht unbedingt schlechter als bei uns. Mein Gott, lass doch mal in Ruhe hier. Achso, holt ihn noch? Ja. Und du hattest damals gesagt, der ist nicht so tot. Ja, da habe ich auch Nachteile gehabt. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Ah, egal, ich komm nochmal weg. Fehler werden! Oh! Da muss ich mit bezahlen. Mit diesem Fehler. Was nur Wortes. Wurde ich zur Kasse gebeten.
Katsching. Ja, der wirft ja mit Geld, der Charakter. Ja. Der bewirft dich mit Münzen. Das ist halt die Händlerin. An enemy binding has been destroyed. An ally is relentless. Oh, die pushen unsere Bindings unten durch. Ja. Wir sind 20 Sekunden wieder da. Ja, schön die Minions immer hauen, Marv, mit deinen AE-Fähigkeiten, damit die halt den Tower-Damage kriegen. Und pass auf, der ist Level 17 schon. Sehr schön. Oh, sehr toll. Hat er sich gedacht, oh, Tower ist mir egal. Ja, falsch gedacht, würde ich sagen. Hat er falsch gedacht. Gucken wir mal unten die Basen. Das soll über diesen Weg gehen. Das über den. Den Weg noch bauen. Gibt's unten gleich wieder Geld? Ja, die eine kann man schon, beide kann man schon. Die mache ich, passt lieber oben auf, dass sie nicht unsere holen. Ich finde das auch schön mit den Rollen, die man aussuchen kann, dass man da so ein bisschen so dieses Passiv hat, auch als Nicht-Last-Hitter Geld zu kriegen, also als Support. Ja, find das super. Macht es vor allem auch leichter, so jemanden zum Supporten zu kriegen. Supporter finde ich gar nicht so schlecht, also du kannst als Supporter auch wunderbar Damage machen. Ich bin schon wieder tot. Warum bin ich denn so schnell tot? Supporter heißt ja hier auch nur, dass du nicht Glasses machst. Die Gegner sind auch nicht mehr zu unterschätzen. Nee, so schwach sind sie nicht. Und die hauen mich vor allem richtig, richtig schnell um. Gerade deiner ist halt wirklich einer von diesen Ultra-Carries später. Meiner? Nee, da los. Mit Ulti bist du einfach unbesiegbar. Das heißt, man muss die wegstunnen. Ich habe jetzt mal den Dragon in der Mitte so gewardet, dass man mein Ward nicht sieht. Aber wir haben Vision drauf. Machen wir mal hier ein paar Buffs. Okay, die machen die Spirit Wall jetzt oben, aber da werden mehrere sein. Oh, wir sind schon mit auf einer Lane sind wir schon in der Base dran. Ja. Ja. Die Ultra-Minions sind extrem stark. Your Spirit Well is under attack. Spirit Well unten links ist weg. Wollen wir die Mitte machen da, Lulu? Ja, mal schauen, wo die jetzt hingehen. Die haben jetzt oben beides geholt. Irgendwas müssen wir jetzt machen. Die werden unten angreifen, dann über den Tower dürfen und dann die Mitte machen. Also, hier laufen zwei rum bei mir. Ja? Oh, hier kriegt einer gut Schaden. Hallo! So. Jetzt können wir den Buff machen. Jetzt können wir auch. Ja, lass den Buff lieber machen. Gibt auch noch 500 Gold. Komm ich darüber geflasht? Jetzt Gimmicks? Achtung, Laserbeams. Ich hab Stacks. Ja, ich hab Lifesteal. Ich brenne ab, ich brenne ab. Boah. Geht weg, ihr müsst weiter weg. Boah, warum denn? Der macht einen Debuff. Ja. Der stackt bis in uns endliche hoch. Ich guck grad mal, schade, ich wollte jetzt bei Maro gucken, wie viel Damage der macht, aber ich glaube, er hat ihn nicht mehr, wenn er stirbt. Nee, der geht weg, sobald der Drache stirbt. Debuff ist schon extrem, also ist hier wirklich ein Debuff, den du halt länger abgibst. Nicht nur dieser AE beim Baron von LoL, sondern ist ein mieses Ding. Muss man auf jeden Fall wirklich aufpassen und ganz gehen. Sollte uns aber nichts das Spiel jetzt kosten, wir sind auf beiden Lanes jetzt durch, das heißt Doppel-Minions. Oh, nee, ich jetzt nicht sowieso nicht von aus. Wir haben ja noch keine Down bei uns. Geht irgendwo was Neues gerade wieder aktiv? Ich glaube unten der zweite Tower baut sich gerade auf. Den haben wir gerade schon Session da, ja. Der baut unser Tower, meinst du? Ja, unser zweiter Tower, der baut sich gerade komplett auf. Der ist gut dabei. Kommt mir jemand entgegen? Nicht, ne? Ja, ich, aber ich bin viel zu weit weg. Bin auch unterwegs. Ah, die haben ihr abgebrochen. Und natürlich versucht sie weiter zu kiten, aber... Ich habe jetzt mal einen anderen Build genommen, und zwar bin ich voll auf Lebenspunkte und Rüstung gegangen. Ah, ein bisschen... 2800 Lebenspunkte, also... Bisschen Power wird nicht, kann nicht schaden, ne? Naja. Ja gut, ich bin ja eh eher der... Ja, aber trotzdem, du kannst, macht ja trotzdem relativ gute Ratio auf deine Fähigkeiten.
Haste ist auch sehr wichtig, weil das ist Cooldown Reduction. Okay. Das ist hier generell, das ist ja für dich noch neu, jeder Skill ist quasi, es gibt nur ein Damage, es gibt nicht Ability Power und Attack Damage, sondern es gibt Power. Es erhöht für Magier den magischen Schaden und ein bisschen Attack Damage und wenn Nahkämpfer mit Attack Damage und ein bisschen die Fähigkeiten Damage. Das macht es auch wiederum einfacher mit Items zu kaufen. Power ist Power, egal ob du Magier bist oder Nahkämpfer. Ja, und Haste ist Haste, das heißt, du bist schneller im Casten. Mastery ist deine Effektivität, oder wie meinst du? Ich helfe dir, ich verprügel dich. Ja. Ich hätte Schild noch aktivieren können. Mastery ist meisterhaft, die halt du kritten kannst. Auch Zauber können übrigens kritten, nur mit der Hälfte des Effekts. Also ich sterbe mir eindeutig zu oft. Wenn du nur HP hast. Und die Gegner haben 3 Carries, ne, weil sogar, ja doch, 3 Stück. 3 Carries und 2, ein Tank, ein Support. Weil ich nur HP habe, sterbe ich? Ja, klar, HP schützt dir nicht vor Schaden. Rüstung ist wichtig. HP lässt dir einfach nur mehr Schläge aushalten, aber den Damage kassierst du ja trotzdem voll. Wenn die jetzt noch Defense Penetration haben, machen sie aber dir auch glatten Schaden durch. Und so 500 Crit, da hat sie dann 2800 HP auch ganz weit weg. Okay, Haste einsammeln. Oh, ich hab Akku von Power. Oh ne, wir schmeißen sie mich da rein in die Crowd. Hab geslowt. Ich hatte meine Ulti an. Ach, hatte ich anscheinend nicht. Vielleicht ein bisschen erstmal Gold sammeln, das wär, weil ich glaube nicht für der Rolle des. Ah, jetzt sind wir einfach uns aber an, Alter. You have slain an enemy. An ally has been shut down. An ally is relentless. Das ist eh gleich schon wieder vorbei hier. Enemy binding has been destroyed. Jetzt habe ich auch diese neue Fähigkeit aktiviert. Power. Ja. Oh, die super Vasallen sehen ja super aus. Und die haben besondere ja. Noch extra Fähigkeiten. Ich will mal heilen an dem Brunnen. Hier, der Tower kommt zurück. Die extra Fähigkeit sieht man wie schön an den Symbolen, die an unserer Base stehen. Kann man den Tower irgendwie aufhalten, dass er respawnt? Nee, ne? Nein. Wie wird das klassifiziert? Welche Super sein, welche Fähigkeiten kriegen? Also wann leuchten alle Symbole? Was muss dafür jeder kaputt Tower, gehen? Jeder Tower macht ein jedes Binding. Gut, wir haben aber noch beim Gegner. Ah ne, der Tower steht wieder. Alles klar. Ach, steht sogar am Binding selber dran, welchen Buff er gibt. An jedem Binding steht ein anderes Symbol dran. Mhm. An dem man. Das hier gibt wahrscheinlich Damage. Das davor gibt Defense und das letzte gibt wohl Splash Damage oder sowas. Das heißt, wieder mal, je mehr Tower down, desto mehr Schaden auf die Super Vasallen. Your Spirit Well is under attack. Your Spirit Well is under attack. So, jetzt müssen wir auch gleich durchkommen. Jetzt sind wir alle da. The enemy captured your spirit well. An enemy binding has been destroyed. Come out, come out. Come on. Die wird schon gelieft? Ja, einer. An enemy has been slain. Cyber killing spree. Ich stun sie vor der Base. Ja, so sie. Hängt den Tower. Scheiß drauf. Noch Back hat er gemacht. Aber das war's. Das haben wir gewonnen. Your team is victorious. Wieder mal ein Blick aufs Scoreboard. Keep your damn enlightenment. Give me Fenmore. So. Hier noch einmal das Scoreboard zu sehen und das wär's dann auch für diese Runde Dawngate gewesen. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.